hier ist Christoph von TabTech.de. Wir sind hier in Taipei und wir schauen uns das neue Acer Iconia Tab 8 Tablet an. Ein neues 8 Zoll Gerät, ähnlich dem Acer Iconia Tab A1, was wir dieses Jahr bereits auf der CES gesehen haben. Das heißt, wir bekommen hier ein 8 Zoll Gerät mit einem Aluminiumgehäuse. Das heißt, das Ganze ist sehr wertig. Allerdings bietet hier dieses Iconia Tab 8 ein Full HD IPS Display, das hier auf den ersten Blick auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht, vor allem in Bezug auf die Helligkeit, die Farbwiedergabe, natürlich auch die Betrachtungswinkeln. Und für eine gute Performance sollte im Inneren auch hier neu der Intel Atom Z3745 Bateful Prozessor sorgen, ist ein Quad-Core Prozessor und natürlich 2 GB Arbeitsspeicher. Die Akkulaufzeit sollte rund 7,5 Stunden betragen und das ist für so ein Gerät schon ganz gut, vor allem wenn man den Preis in Betracht zieht, denn hier das Gerät kostet lediglich 199 Euro. Natürlich kann man den internen Speicher dann auch mittels MicroSD erweitern und hier haben wir bereits auch die neueste Version von Android KitKat installiert, also Android 4.4.2 und von dem her ist es hier eigentlich ein beinahe zu High-End-Gerät zu einem sehr günstigen Preis in einem schönen Formfaktor. Das heißt, wir haben hier auch auf der Vorderseite ein Anti-Coating für die Fingerabdrücke, dass es nicht so schnell verschmutzt, ähnlich wie wir das schon vom Acer Aspire Switch 10 gesehen haben. Und das Ganze kommt dann natürlich, wie schon gesagt, in diesem dünnen Aluminiumgehäuse, das hier lediglich 8,5 mm dünn ist und mit einem Gewicht von 360 Gramm auch nicht zu schwer. Auf der Rückseite sehen wir dann zudem natürlich noch eine Kamera mit 5 Megapixel sowie hier auch unterhalb den Lautsprecher integriert. Auf der Oberseite sehen wir dann auch noch hier die Anschlüsse, den Micro-USB-Anschluss sowie Micro-HDMI-Anschluss und auch Audio-Anschluss. Das war es nun mit dem Hands-On des neuen Acer Iconia Tab 8. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.